That said, I gotta know, you're willing to risk it all in order to keep order and civility in this town? Nachdem das alles gesagt wurde, muss ich wissen, ob du bereit bist, alles zu riskieren, um die Ordnung und Zivilisation oder Zivilität, oh Gott, wie sagt man das, in dieser Stadt zu bewahren. It's that serious, huh? Es ist also wirklich so ernst. Sorry, I can't. Ich kann wirklich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Ich werde keinen Wahlbetrug begehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nichts riskieren würde oder so, aber ich begehe keinen Wahlbetrug. Man kann für seine Überzeugungen und Prinzipien und so kann man alles einstehen und dann kann man auch, wenn es seine Überzeugungen und Prinzipien sind, gegen geltendes Recht verstoßen. Man muss dann halt damit leben und das ist dann der Punkt. Man muss halt für seine Überzeugungen und Prinzipien dann einstehen. Das heißt, wenn man verknackt wird und man wusste, dass man gegen geltendes Recht verstößt, dann muss man sich dessen klar sein. So. In diesem einen Fall ist Wahlfälschung aber genau das, was meinen Prinzipien zuwiderläuft und deswegen sage ich, fick dich, Junge. I'm sorry, I can't. Es tut mir gar nicht leid. Natürlich mache ich das nicht. Don't you pussy out on me now. Oh Gott. Wie übersetze ich denn das lustigerweise? Deutscher Begriff dafür? Lass mich nicht hängen. Ja, das wäre eine relativ humane Übersetzung. Lass mich jetzt nicht hängen. Well, it was all fun and games when we were talking about it, but now that we are here, it feels so serious. Und vor allem fühlt es sich falsch an. Nicht ernst, sondern falsch. Nun, es hat alles großen Spaß gemacht, als wir darüber geredet haben. Aber jetzt, wo wir hier sind, fühlt sich das alles so ernst an und falsch. Das ist das Wichtigste, es fühlt sich falsch an. Es ist einfach falsch, Wahlen zu fälschen. Fertig. Of course it's serious. Natürlich ist es ernst. You've seen what those anti-union bastards are all about. Du hast doch gesehen, was diese ganzen Gegen-Gewerkschafts-Bastarde so machen und so sind. Ja, enter. Do I need to remind you that their idea of a peaceful protest is taking a shit on my car? Ja, das Problem ist, dass es dein Auto ist. Muss ich dich daran erinnern, dass ihre Idee eines friedlichen Protests ist, auf meine Karre zu scheißen? Who knows what lunatics like that'll do if they're actually given power? Wer weiß schon, was so Verrückte wie die machen werden, wenn ihnen tatsächlich Macht gegeben wird? If we don't step in now, who knows what's next? Wenn wir jetzt nicht einschreiten, wer weiß schon, was als nächstes kommt? Naja, ich meine, die Leute, die sie wählen. But hey, it's your call. Aber hey, deine Entscheidung. If you're really ready to walk away from this, just say the word and I'll go in alone. Wenn du wirklich bereit bist, dieses ganze Zeug hinter dir zu lassen und da wegzugehen und da zu passen, sag's einfach und ich werde alleine reingehen. Just don't come crying to me when you wake up one day full of regret because the world is suddenly something you never wanted it to be. Komm aber ja nicht auf die Idee, heulend zu mir zurück zu kriechen, steht da nicht da, um mir zurückzukommen, wenn du eines Tages aufwachst, voller, oh Gott, Regret, wie übersetze ich das jetzt? Also klar, etwas bereuen und so weiter, aber voller Reue, weil die Welt einfach, weil die Welt plötzlich einfach nicht so ist, einfach nicht das ist, was du gerne aus ihr gemacht hättest. Wahlen fälschen hilft da aber auch nicht.
Das ist es also wirklich, hä? Also, sorry. Also nicht sorry. Ernsthaft. Wenn du Wahlen fälschen willst, dann hast du ein Problem. Ein gottverdammtes Problem. Viel Glück. Und eigentlich will ich dich anschwärzen und verraten. This is your fight, though, not mine. Das ist dein Kampf, nicht meiner. Du dumme Wichser! No good coward, du nutzloser Feigling. I'll see you in hell, ich werde dich in der Hölle treffen. Go on and get out of here before you blow my cover. Na los, verpiss dich hier, bevor du mich noch verrätst. Oder mein Verdeck aufliegen lässt. Jo, wunderbar. Dann sind wir jetzt damit auch raus. Das finde ich auch so ätzend, ganz ehrlich. Ja, es ist der 13. Tag. Wir haben so viel Zeit verschwendet. Einfach, du musst immer auf irgendwelche Ereignisse. Das Ding ist bloß ereignisbasiert. Das hat überhaupt nichts mit Zeit zu tun. Einfach nur Ereignisgeschichte. Und das nervt unglaublich. So, das heißt nämlich, du kannst nur die Sachen machen, die du machen sollst. Du bist nicht wirklich frei in deiner Entscheidung. Nein, du musst den Blödsinn machen, den du machen musst, und ja, es fühlt sich einfach falsch an. Und du kannst halt wirklich einfach nur Zeit verschwenden. Wirklich total sinnlos. Und wir haben in Dubstown schon so unglaublich viel Zeit verschwendet. Ist einfach ätzend. So, ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, was was Dings angeht. Wie heißt denn? Ja, Dings. Der Dings ist hier. Was das die Sache mit dem Spiel angeht, die Geschichte, weil, wie gesagt, also, Only Sometimes Monsters, ich werde nicht abbrechen, ich spiele das Spiel durch, ich ziehe das Spiel durch, weil, es ist einfach so, aber, ich habe das seltsame Gefühl, dass wir uns schon mal wo begegnet sind, meinst du nicht? Ja. Kann ich irgendwem sagen, dass irgendjemand die Wahlen fälscht? Oder versucht, die Wahlen zu fälschen? Hä? Du siehst irgendwie vertraut aus. Habe ich dich schon mal gesehen? So. Kann ich mit dir sprechen? Keine Zeit. Ja. Wie lange will der eigentlich noch an dieser Präsentation arbeiten? Ja. Womit kann ich dir heute helfen? Info zu nichts. So. Dann hauen wir jetzt mal ab. Haben wir die Geschichte ja erledigt. So, dann können wir mal gucken, ob wir noch irgendwo Sachen zum Erledigen finden. Oh, Mann. Sofa-King-Gedönse. Ja, da hinten wird nichts sein. Wir können da trotzdem mal reingehen. Einfach mal zum Schauen. Nö, da ist einfach nur Blödsinn. So. Da ist einfach nur Blödsinn. Dann gehen wir doch mal in den nächsten Bereich der Stadt und schauen, ob wir da jemanden finden. Wir könnten mal versuchen, ob wir den Privatdetektiv darauf ansetzen können. Ach, da war ja dieses Warenlager. Das finde ich auch so einen tollen Ort irgendwie, weil da hat man sich so, das war der Löffel von meinem Kaffee. Kaffee, dabei mag ich eigentlich gar keinen Kaffee. Er bringt mir nämlich nichts. So, ich trinke den eigentlich bloß für den Geschmack oder Wohlfühlfaktor oder wie auch immer man das nennen möchte. Na gut. Jedenfalls bin ich jetzt gerade wieder am Überlegen, was ich als nächstes tue oder treibe oder mache. Da hinten ist die Zeitarbeitsfirma. Zu der will ich dann auch noch gehen, weil ich jetzt natürlich auch wieder viel zu wenig Geld habe. Wir können natürlich auch mal gucken, ob es hier irgendwas Tolles gibt. Bam, 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 bim, bam, bim, bum, bi, bam, bi, bu, bi, bi. Ja, da war auch niemand. Da sind die beiden Kasper.
für die ich mich nicht sonderlich interessiere. Da ist der Pfandleiher. Dem könnten wir natürlich auch noch irgendwelchen anderen Blödsinn verkaufen, aber auf der anderen Seite drauf gepfiffen. Und da ist Bakasushi, aber da ist gerade auch niemand, oder? Nö, da ist niemand. Sag mal, wie halten die ihre Geschäfte am Laufen, wenn keiner zu denen zum Essen geht? So, da hinten ist die Befreiungsbewegung. Beziehungsweise auch nicht mehr. Und da oben. Kellys Corner Bar, die müsste eigentlich zu sein am Morgen. Ah gut, ist Nachmittag. Hey, hopp. Tak, tak, tak. Dumm, di dumm, di dumm, di dumm. Dum, 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 bum, bim. Okay, da ist auch nichts los. Das heißt, wir können eigentlich eine Schicht arbeiten. Dann müsste es ja Nacht sein. Genau. So, dann können wir doch mal überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Also wir wollen auf jeden Fall arbeiten und die Frage ist jetzt, schnippeln wir Drogen oder pflanzen wir Samen? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Wir können natürlich, sagen wir, Event. Ja, da wird auch wieder nichts sein. Ich gehe trotzdem mal rein. Aber wie gesagt, da gibt's nichts. Dann gehen wir doch arbeiten. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt mal eine kleine Unterbrechung machen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Und auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, und da sind wir auch wieder. Und dann schauen wir doch mal, ob der Inspektor jetzt da ist. Okay. Ist er nicht. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch jemanden finden. Hey, mit der können wir noch mal eine Runde reden. Einfach, weil es Spaß macht. Vielleicht können wir ja ein bisschen... Und so. Oh, hallo. Ach so. Knick-Knack ist nicht, hä? So, zack, da, nö. Zack, zack, da, nö. Na gut, egal. Also, gut. Wir können doch mal schauen, ob wir noch eine Runde arbeiten können. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, was ich jetzt noch groß machen soll. Da ist wieder tote Hose. Ich kann natürlich noch in den Gewerkschaftsdingsbums gehen. Und mich da ein bisschen umgucken. Auf der anderen Seite... Ja, was soll ich da? Wie gesagt, wir können noch ein paar Lokalitäten abprüfen, aber hier ist auch echt nichts los. Also das ist einfach traurig. Wie gesagt, das Spiel ist unglaublich langweilig an und für sich. Alles nur monoton und repetitiv und so, aber ich meine, ich werde da jetzt nicht aussteigen. Wir können natürlich Lotto spielen, um ein bisschen Kohle zu machen, aber dieses Lotto hier, das ist ja eh lächerlich. Ich habe es mal spaßeshalber ein bisschen gemacht. Das gibt einen Dollar, wenn man gewinnt. Das ist einfach für die Tonne. Das ist einfach wirklich für die Tonne. Und der Bacon-Schuppen. Was allerdings schön ist, das fand ich ganz nett. Ja, wir könnten in Sandwiches investieren. Das ist natürlich auch super duper Sache. Dann lieber Lotto spielen, weil das natürlich... viel höhere Gewinnchancen hat. Aber was ich gesehen habe, was ich echt süß fand, deswegen zeige ich das jetzt mal kurz. Blub und blub und da. Blub, 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 blub. Da unten ist so ein Typi. Ey, mit dem könnte ich auch mal reden. So. Oh. Da speichert doch mal. Mit denen habe ich ja auch noch nicht geredet. Save, save. Das ist nämlich diese dunkle Ellie.
aber ich komme da gar nicht rein.